Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Doom. Weiter geht's mit unserer Metzelei in den, in dieser Wüstenstation. Wüsten. Ja, genau, in dieser Marsstation. Wir metzeln erstmal alle nieder hier, die dann uns versucht aufzuhalten. Kennen wir das Spielchen. Hat sich ja seit ungefähr 20 Parts oder sagen wir mal 19 nicht geändert. Spannung pur, Abwechslung und ja, naja, okay. Wozu hat ging mir das jetzt hier auf? Ah, dafür. Wow, wow! Da bin ich mir jetzt leicht erschrocken. Achso, ich sollte mal, ich sollte die Uhr starten. Ich habe die Uhr nicht gestartet. Na, ja. So, Steuerung, los jetzt. Wie, du erlebst drei Schüsse? Mann! Boah, was war denn jetzt los, Alter? So. Haben wir die jetzt hier alle mal kurz und klein getreten? Wir können uns aber ein bisschen hier einheimsen. So, und weiter jetzt hier auf unserer Zerstörung und Selbstmetzelmission. So, geht's mal nachladen. Oh, hab ich ja doch schon erschossen. Zugangscode eingeben. Hm. Finde ich den jetzt hier irgendwo? Oder habe ich ihn irgendwo schon irgendwann schon mal gehört und ist jetzt schon wieder eine Weile her und ich hab's mal wieder verteilt. Hier durch? Das sieht so irgendwie ohne Glas aus. C? Ja. So, ein bisschen Leben können wir uns auch mal wieder ergaunern. Gut, dann kommen wir da nicht durch. Und waren wir hier schon? Ne. Hier sind wir doch hergekommen, oder? Irgendwie sehe ich hier kaum durch bei diesen... Hä? Bin ich hier, bin ich so hergekommen, oder? Die war verschlossen. Okay, das ist definitiv neu. Oh. Das sieht aber wenigstens cool aus. Das sieht cool aus. No. Ja, komm, bla bla. Ich hab Knarren. Was hast du? So. Weiter geht's. Oh nein, ich bin... Wow! Ich hab gedacht, die sind hier drin, Alter. Erstmal die Spinnen wegmachen. Oh, ich denke die ganze Zeit, die sind hier drin. So hört sich das an für mich. Oh. Machen Abgang, alle in Abgang. Meine Scheißspinnen. Wow! So. Jetzt haben wir diesen kleinen Ansturm hier doch überlebt. Sogar mit was? Sicherheitsscanner? Alter, ich bin erschrocken! Oh shit! ja. Gut. Alter. Also, ich muss das Mikro ein bisschen weiter wegnehmen. Ich habe letzte Folge so hart übersteuert. ich bin immer noch ein bisschen fertig. Okay. Ich frag mich ja noch, wann irgendwann mal die Nachbarn nachfragen, was bei mir hier schief läuft, Alter. Wow, Hilfe! Man einfach einen Abgang. Ja. Oh. Ja, ich habe mich wenigstens mal gut erschrocken. Das ist nett. Nett, nett, nett. Nett, nett. So, hier lang geht's nicht weiter.
Gut, was war hier noch? Muss ich jetzt hier irgendwas machen oder was? Da kommen wir her. Die Kamera ist offline. Die zeigt auch noch irgendwas. Weiß jetzt aber nicht, was das mir hier bringen sollen. Weil der trotzdem nicht diesen komischen Code für die Tür, sofern ich da durch muss. Oder war der hier irgendwo abgebildet? Also ich sehe nichts. Ach so, 627. 627, 627, sonst merke ich mir das nicht. 627. 627. 627. Boah! Verschwendung. Friss die Granate. Ach komm. Hast du was zu tun, kleiner Würfel? Ja. Und ich krieg Leben. So, 627 hatte ich gesagt. Da kam ich her, glaube ich. Ich kann mir das nicht merken. Ja, bitte, ich dachte, jetzt erscheint hier irgendwas. 627. Hier lang. Zugangscode eingeben. 627. Sehr schön. Da sollte ich jetzt noch nicht so... Ja, Inhalt wird gespeichert. Sehr schön. Ah, na okay, jetzt hat er schon für mich gespeichert. Nicht, dass ich wieder ein Problem bekomme und tausendmal verrecke. Wow! Muss ich jetzt da rüber springen? Boah, Alter, ein Jumpen-Mann bin ich ja einfach viel zu schlecht. Oh ja, okay. Es ging noch. Ah, ich hab schon wieder diese komischen Babys gehört. Hilfe! Ja, war doch klar, dass du wieder hinter mir auftauchst. Bup. Weggerotzt. Ich hab nichts gegen meine blaue Knarre hier, meine Plasmawerfer. Dass die Musik laut im Moment. Okay, okay, okay. Und irgendwie leckt es ein bisschen hier. Oder zwar einfach nur weg ein bisschen. Bis er zu schnell unterwegs war. Oh! Mal Abgang. Mal einfach einen Abgang. Ja, mache ich demnächst. Boah, ich habe gedacht, hinter mir ist irgendwas gewesen. Ja, der Sound wieder viel zu laut. Viel zu laut, ey. Boah. Ich verstehe kaum mal deine Stimme beim Sprechen. Krass. So, PDA wird geladen. Ja, das können wir uns mal kurz reinziehen. Audiolog von Charlie Haskell, Techniker im Delta-Labor vom 23. September 2145. Wir machen Fortschritte beim Ausbau des Maximalbereichs von Kammer 3 im Delta-Komplex. Wir haben die ganze Nacht gerechnet und hoffen, dass wir mit ein paar kleinen Anpassungen die Leistung so verstärken können, dass ganz Delta abgedeckt ist. Die jüngsten Planänderungen richten in den aktuellen Systemen massives Chaos an. Eine über mehrere Tage andauernde Systemauslastung von 99% ist normal. Wie wir hören, hat Labor A endlich die NREX 6809-Systeme erhalten. Hiermit beantrage ich offiziell, die Systeme schnellstmöglich für 2 Stunden zu blockieren, damit wir endlich unsere Formeln laufen lassen können. Jo, ziemlich sinnvoll, einen neuen Code so hinzuschreiben, dass jeder ihn bei einer Sicherheitstür über eine Überwachungskamera sehen kann. Intelligent. Aber kein Wunder, dass die alle verreckt sind. Oh mein Gott. Ja, okay. Wie komme ich jetzt darüber? Muss ich darüber? Nee. Sollt ihr jetzt nur den Raketenwerfer holen, oder wie? Irgendwie sehe ich hier nicht ganz durch. Gut. Also anscheinend war das für den Raketenwerfer sinnvoll.
Oh, nur noch eine Rakete. Naja, das war jetzt ja auch super sinnvoll. Den Würfel habe ich auch noch. So. Ja, okay, dann halt wieder zurück. Also, sonst hätte ich mir jetzt nicht erklären können, dass da Feinde auftauchen. Warum leckt denn das hier? Aber nur an dieser Stelle des Spiels irgendwie. Mag mein Rechner das nicht. Ah, sehr schön. Gut, brauche ich gar nicht. Völlig sinnlos. Also ich muss doch zurück, oder? Scheiße. Oh nein, und ich habe nicht gespeichert, ich Volllappen. Oh, ich könnte mir ins Gesicht treten. Oh Mann. Scheiße. Na egal. Yay. Ich komme immer so gut voran in jeder Folge, ey. Oh, ist das schön. So, wir sind wieder hier. Kann man hier lang? Okay, es bringt gar nichts, da lang zu gehen. Dann halt doch diese Richtung. Ach ja, das hatten wir ja gerade gesehen. Da bin ich ja jetzt gerade im Verreck. So, dann springen wir hier. Alter, wie es ja auch hier drauf leckt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Dahinter, das Ding brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, dann kommt es halt jetzt erst. So, wo ist jetzt der nächste? Du bist da. So. Wow. Seid ihr direkt gespawnt oder was? Das gar nicht so richtig sehen können so schnell. Hier kommt auch noch ein. Das weiß ich natürlich noch. Oh nein. Bleib dein. Ja, jetzt bin ich im Kopf drauf. Wow, 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 wow. Ist denn noch? Abgang, Abgang, Abgang machen. So. So, das hat uns angehört, das PDA. Das kann ich auch nicht mal nochmal neu sammeln. Muss ich auch den Raketenwerfer nochmal neu sammeln? Ach, den habe ich von der anderen Seite gesehen, war? Kann das sein? Ich speichere jetzt mal, bevor ich jetzt da wieder runterfalle. Und... Aber ich glaube... Ja, ich möchte speichern. So. Kommst du runter oder muss ich jetzt da hochspringen? Weil das ist die andere Seite von dem Punkt, wo ich gerade geguckt habe, ob ich da durchkomme. Legt euch mit meinem Metzelding an. Oh, shit. Ja, scheiße, falsche Knarre in der Hand. Mann. So. Jetzt kommen hier wieder so eine hässliche Viecher, wa? Ne, doch, 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 doch. Jut, weg sind sie. Vielleicht stelle ich mir jetzt nicht nochmal so glatt an, hier rüber zu springen, aber ich speichere trotzdem. Bei meiner Jump'n'Run-Klasse sollte ich das auf jeden Fall tun. So. Bin aber auch wieder zu früh abgesprungen. Naja, komm, fick dich doch, ey. Naja. 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 Was will man dazu sagen? Schneller Rechner. Dann muss ich ja doch diesen Zwischenjump hier machen. Was ist denn das? Bin ich zu dämlich, um da rüber zu springen? Willst du mich verarschen? Ist das jetzt hier die meine Nemesis-Hürde? Das ist das Schlimmste, was die Hölle mir hier eingebaut hat. Diesen Jump'n'Run-Scheiße. No, jetzt bin ich auch noch zu weit dahin gelaufen. Ich wollte einfach nur ein bisschen mehr Anlauf haben. Oh.
Ich mach das wirklich nicht mit Absicht. So, gleich speichern. Ups. Würde ich mir nochmal irgendwo so glatt anstelle. So, ich hab... Jetzt haben wir den Raketenwerfer und jetzt weiß ich nicht, wie ich lang soll, weil irgendwie... Das ist ja immer noch Glas, war ja. Okay. Kann ich hier lang? Hier war ich schon vorhin. Aber was bringt mir jetzt dieser komische Raketenwerfer? Ich konnte ja da nicht weitergehen. Kann ich jetzt hier lang? Finde was ein Ersatz. Okay, also zur... Ich soll in Labor A, um die Dings zu entriegeln. Da habe ich das jetzt schon wieder vergessen. In meiner super Gedächtnis. So. Ding haben wir jetzt lasert. Hier können wir nicht durch. Und hier können wir auch nicht durch. Und hier sind wir hergekommen. Da waren wir schon mal und hier sind wir jetzt hergekommen. Hä? Bin ich nicht da auch schon mal hergekommen? Ich sehe nicht mehr durch. Hier sind wir doch aber schon mal rübergegangen. Das war das erste, dass wir gesehen haben, dass jetzt praktisch die Hölle hier auf dem Mars ist. Also jetzt, ja, außer wenn man jetzt die Kreaturen und die ganzen Glipper-Scheiße in den einzelnen Räumen mal weglässt. Sodass hier praktisch auch den Boden und so verändert haben. Achso, hier hat man auch nur wieder irgendwas geholt. Wir mussten hier wieder zurückgehen. Ja, bla bla bla. Brauchst jetzt hier keine Action machen. So, und dann sind wir hier hin und wollen da jetzt das... Ach, habe ich den Sicherheitsschalter etwa übersehen? Oder ist der hier irgendwo? Ups. Ich wollte eigentlich klicken, sofern da was zum Klicken gibt. Ja. Zumindest geht's dann dahinter lang. Hier kann ich auch nicht rein. Hier geht's auch nicht. Hier geht's nicht lang. Hier ist nichts offen. Okay. Also gehen wir einfach nochmal diese komische Superpassage lang und versuchen dabei nicht zu verrecken, weil dann kann ja nur sein, dass hier irgendwo ein Bedienfeld ist, was ich hätte anschalten müssen. Aber das werden die jetzt hier nicht zwischenklemmen, sondern eher am Ende des Gangs. Sonst würde man jetzt... Oder es ist hier an diesem Pult... Das würde jetzt hier irgendwie Sinn machen. Keine Verbindung zum Hauptschnittstelle möglich. Okay, bla bla. Kann ich jetzt schlecht ändern. Eingang zur Mensa. Da können wir auch nicht lang. Und da muss ich... Da kann ich auch nicht lang. Ja, da kann ich nur zurückgehen. Hier gibt es auch nichts zum Klicken. Jetzt nochmal so, um alles abzugehen. Hier haben wir nochmal ein bisschen Leben, was ich nicht brauche. Aber ich kann man hier unten irgendwie rein? Oh, nee. Weil das sieht so aus, als ob man hier unter mir lang gehen könnte. Also gerade jetzt hier so. Na okay. Hier ist auch nichts in den Ecken? Nö. Okay. Irgendwie sehe ich da nicht ganz durch, was ich hier genau jetzt umschalten soll. Warum ist der Raum so hoch? Nö. Auch nicht. Ja gut. Bist du nicht durch? Ich verreck hier schon wieder gleich, ey. Warum leckt es denn beim Springen? Also diese Stelle ist ja echt Killer für meinen PC. Verstehe ich überhaupt nicht. So, hier können wir auch nicht rein, hier können wir auch nicht rein. Komm mal hier rein. Da waren wir schon fünfmal drin. Hier nach
oben ist auch keine Leiter oder so. Hier auch nichts. Ich muss immer noch diesen komischen Schalter finden, oder ist der hier drinne? Nee, sieht auch nicht so aus. Ich verstehe es nicht. Und da sind wir hergekommen. Oder sind wir hierher gekommen? Ich sehe nicht mehr durch. Bewegung erforderlich, was? Hä? Ich würde jetzt einfach mal sagen, hier sind wir hergekommen. Sind hier reinspaziert und haben sind da lang gegangen. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Aber hier war ich eigentlich auch schon. Weil ich glaube eher, das ist so rum auch gegangen. Hier war nämlich doch auch irgendwas. Keine Ahnung, weiß ich jetzt schon nicht mehr. Ah, hier, von hier aus mussten wir uns den Code angucken, war oder irgendwie so ein Scheiß. Oh, wie ist ich nicht mehr. So, das ist Labor A. Und in Labor A? Nee, nicht das. Ich wollte jetzt PDA öffnen. Und das nicht. Kann man sich hier nochmal diese Textlogs angucken? Ah, na egal, ich würde sagen, ich gucke mir das an für die nächste Folge und dann weiß ich vielleicht, wo ich diesen Sicherheitsüberbrückung Blase jetzt finde. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann. Tschüss!